am Sonntag. Haben wir einen leichten Regentag. Ist nicht viel Regen, nur ein bisschen. Ja. Wir sind ja kurz vor Düsseldorf. Eigentlich dürfen wir hier auf dem Damm gar nicht lang fahren. Und überall Schilder. Das muss man sich echt mal überlegen. Ist das nicht Wahnsinn? Zur Kontaktvermeidung nach Corona-Schutzverordnung. Sollen wir da unten lang fahren? Oh, oh, oh. Ich dachte Platanen sind das. Weil die Rinde, die Baumrinde also abgeht. Wir müssen jetzt hier über die Brücke drüber. So, jetzt kannst du mal sagen, wo wir sind hier. In Lü. Wo ist die längste Theke der Welt? Wo ist die längste Theke der Welt? Nein, Düsseldorf. Mit der Fähre nach sonst. Nee. Doch. Sonst? Ist ein komischer Name. Hier liegen am Wegrand unzählige Steine mit gar kein Ende. Keine Harzsteine, sondern Beinsteine. Kommt doch Ricardo an, schweren Mutes. Auch mal drauf sein. Hier, Herr Schüler möchte auch mal drauf sein hier, Frau Dormhagen. Ja, noch so 25 Kilometer bis Köln. So, es hört man nicht Killersprecher, ich kenne nichts dran. Ja, das ist Mikro. Zwei habe ich da drauf. Na, dann machen wir mal. Überlege ich mal, ja. Na. 2. Hast du jetzt schon irgendwie? Na ach, muss das halten. Ja, schon wieder beim Essen. Gibt wieder Eis. Schon lange nicht mehr gegeben. Mhm. Ricardo, der hat sich heute mal Spaghetti-Eis geholt. Was anderes.
Das ist der Hafen von Köln. Kann man einmal mit der Seilbahn über den Rhein fahren. Geht's langsam aus Köln wieder raus. Campingplatz, der ist nicht mehr weit. So gleich am Ortsausgang von Köln. Kilometerstand ist heute nur bei 77. Aber das ist okay. Muss ich auch mal ein bisschen was angucken zwischendurch. Zwei große Städte, Düsseldorf und Köln, da kommt man halt nicht so schnell vorwärts. Außerdem hatten wir heute ganz schön Gegenwind. Tja. So, heute Morgen hat es mächtig geregnet, hat ein Gewitter. Mach alles ein bisschen nass noch eingepackt, Zelt. Ja. Wir haben uns neue T-Shirts geholt vom Rheinkilometer 681. Ich habe es in weiß. Ja, ich habe jetzt aber das Mikro. So, damit kann man hier vom T-Shirt auch mal sehen, ja? Jawohl. Ja. Jo, okay. Weiß ich nicht, ob das jetzt, ich hab's so hingehalten. Ja, schön. Fahren jetzt Richtung Bonn. Und hinter Bonn, auf der anderen Seite des Rheins, da wollen wir uns mit Katrin treffen, auf der Burg Drachenfels. Ja, jetzt sind wir nun hier in Bonn, wechseln wir die Seite zum Rhein, ist das andere Ufer und dort hinten ist wohl Burg Drachenfels, wo wir jetzt hinfahren und Katrin treffen.
Talstation der Drachenfelsbahn. Muss man wahrscheinlich die Fahrräder hier abschließen und so hochfahren. Das ist egal. So, das ist hier die Bahn. Die ist schon 136 Jahre alt. Und da fährt sie hoch. Ganz alte Sitze. So, und jetzt sind wir ja oben auf der Burgruine Drachenfels. Ja, das ist ja dann ja unsere Richtung, in die wir weiterfahren. Und da sind wir hergekommen aus Bonn. Und ganz im Hintergrund sieht man noch Köln, sieht man sogar den Kölner Dom. Und mit der Bahn fahren wir wieder runter. Ja, hier sieht man nochmal schön Burg Drachenfels und die Drachenburg, wo wir eben oben waren. Ja, jetzt fahren wir wieder auf die andere Rheinseite rüber und dann noch ca. 20 Kilometer bis Bad Breisig was einkaufen. Und Campingplatz haben wir auch schon klar gemacht in Bad Breisig. Jetzt sind wir in Remagen. Erstmal ein bisschen was einkaufen. Ja, ein bisschen gucken. Drüben sieht man noch Reste von der ehemaligen Brücke, die berühmte Brücke von Remagen. Ja, die Brücke von Remagen, die wurde am 7. März 1945 weltberühmt, als amerikanische Truppen hier unerwartet den Rhein überqueren konnten. Das Ende des Zweiten Weltkrieges war damit in greifbare Nähe gerückt. Am 17. März 1945 brach die beschädigte Brücke in sich zusammen und begrub mindestens 30 US-Soldaten unter sich. Ja, und jetzt? Heute ist hier ein Friedensmuseum untergebracht. Kein Lidl, mir ist auch egal. Norma. Und du, bei dir alles trocken wieder, ja? Ruckzuck. Aufgebaut schon. Prima. Erstaunlich, ja? Ist erstaunlich, ja. Nee, bei mir mein Zelt auch. Ja? Alles, ja, alles trocken. Schön. Naja, hübscher Campingplatz hier in Remagen. Musik.
eben die A, die wir überquert hatten mit dieser Brücke. Ja, und jetzt sind wir hier in Bad Breisig, kleiner Kurort. Ja, Ricardo, der ist heute den letzten Tag mit dabei. Also unser Ziel Frankfurt, das schaffen wir noch nicht ganz. Aber die letzten Tage doch ein bisschen zu sehr gebummelt. Ja, wir fahren jetzt bis St. Goa. Kurz dahinter ist ja der Campingplatz gegenüber dem Loreley-Felsen. Und morgen früh fährt dann Ricardo von St. Goa wieder zurück nach Bernburg. Ja, leider gehört das hier auch mit dazu, zum Rheintal. Zum alten Stadttor von Andernach hier. Das ist der Ricardo. Wunderturm. Wie heißt der? Wunderturm. Wunderturm, aber das ist so ein Stadttor. Das hier vor uns, das ist der runde Turm. Nicht wo wir eben waren, eben das war ein Stadttor. Sind wir hier in Koblenz. Da links geht eine Seilbahn hoch. Da oben scheint so eine Ausguck, so eine Plattform zu sein. Dann wahrscheinlich so einen schönen Blick auf Mosel, wie sie in den Rhein fließt. So, hier unten ist jetzt die Mosel. Und gegenüber, auf der anderen Seite, da ist dann das deutsche Eck, wo die Mosel in den Rhein hineinfließt. Und da schön sehen. Der Weserstein. Aha. Essen gibt's Gulasch mit Knödel. Sieht man doch. Muss man doch was sagen. Und hier ein Stückchen hin, links, ist dann auch schon Lahnstein. Hier mündet die Lahn in den Rhein. Bin ich ja schon gefahren vor ein paar Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welches Jahr es das war. Ja, hier drüben sieht man es nochmal genau. Das ist die Lahnmündung.
Stoppard. Ein ganz schöner Gegenwind hier. Erstmal ein Eis, trinken einen Kaffee. Ja, ist doch so. Genau, jetzt erstmal Eis ohne Sahne. Das ist doch Mist. Weil, dicht machen, ja. Weil die Sahnemaschine kaputt war. So ein Vogel. Ja, ja. Dass wir beide drauf sind. Ja, na denn. So, und jetzt so ein bisschen nach rechts halten. Ja. So, die Dings. So. Weiß ich nicht. Halt, warte, warte, Mensch, du hängst hier. Wir fliegen nach hinten, ja. So, so meinte ich, so. So. Mit der Burg da. Ja. Ich hätte ja auch rechts fahren können. Ja, ja, Bob wäre doch gewesen. Hast du auf Aufnahme? Ja, das ist schön. Sehr, sehr, sehr. Passt. Ganz Winter. Habt ihr euch auf Arbeit im Winter gehen? Das ist hier Burg Rheinfels. Wir sind hier kurz vor St. Goa. Da sind wir schon, ja. St. Goa Hafen. So, ja. Alles gefilmt. Immer. Hier ist unser Campingplatz. Genau gegenüber von der Lorelei. War ich schon mit Katharina vor ein paar Jahren. So, Ricardo, ja, ab morgen geht es ja für mich nur alleine weiter. Ja. Ja, dann ist noch irgendwas. Da bist du froh, ne? Nee, es war eine schöne Woche. Mittwoch in Winterberg angekommen. Du hattest mich ja nicht vom Bahnhof abgeholt, ursprünglich. Ne? Du wolltest mich ja filmen. Nein, ich bin zu spät gekommen, zwei Stunden. Zu spät. Nein, es war eine schöne, aufregende, abenteuerliche Woche. Ja, morgen ist sie zu Ende für mich. Bei dir geht es ja nur weiter. Ich fahre dann morgen zum Bahnhof hier nach St. Goa. Und dann geht es über Lingelheim. Nach Frankfurt. Lingelheim. Ingelheim nach Frankfurt. Ja. Naja, jedenfalls jetzt nach Hause. Hm. Und dann stoße ich am 20. Juli, komme ich wieder runtergefahren nach Münchberg und komme dann zur Quelle nach Zell hochgefahren, wo wir uns treffen werden, oder? Saalequelle, ja. Zur Saalequelle, ja. Gut, sehen wir. Oder soll ich lieber nicht kommen? Doch, ja, machen wir. Gut, hat sehr viel Spaß gemacht, aber wieder. Ich bin berufstätig und bei mir jetzt wieder los. Dann ja. Verabschiede ich mich für heute. Na? Gut. Gut, vielleicht sehen wir uns noch mal morgen kurz früh. Na? Und dann geht's zum Bahnhof. Okay, dann gute Heimreise. Und danke, bis danke bald schön. Wieder, ne? Auf Wiedersehen. Ja,
Oberwesel heißt der Ort hier. Ja, jetzt bin ich wieder allein unterwegs. Ricardos Zug, der müsste jetzt gerade losfahren. Mal schauen, der müsste jetzt vielleicht hier bald langfahren. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Eine Burg nach der anderen, ja, Wahnsinn. Was für ein Schiffsverkehr hier. Schiffe, die kämpfen sich hier gegen den Strom aufwärts. Die sind auch mitten in der Nacht gefahren an der Lorelei, da in den engen Kurven. Die Burg hier, die haben sie auf eine kleine Insel gebaut. Die Burg Pfalzgrafenstein. Der Ort da drüben, der heißt Kaup. Ja, das ist jetzt hier Bacharach. Ricardo, der ist gerade im Zug vorbeigefahren. Es ging so schnell. Aber er hat mir geschrieben, er hat noch ein Foto von mir gemacht. Jetzt hier kurz vor Bingen. Das ist noch die Burg Reichenstein. Das wäre natürlich auch eine gigantische Burg. Wow. Das ist der Mäuseturm von Bingen. Meine Fähre, mal gucken, ob ich die noch kriege, Mensch. Ich muss sie beeilen. Reste von einer alten Rheinbrücke. Mal gucken, was hier steht. Oh. Hier sieht man auch noch einen Pfeiler im Wasser stehen. Ja, die Hindenburgbrücke, das war eine Eisenbahnbrücke, die ist 1915 eingeweiht worden und 1945 ist sie von der Wehrmacht gesprengt worden. Nicht lange gehalten, 30 Jahre. So, und hier kurz vor Wiesbaden habe ich mir was Leckeres zu essen bestellt. Leberknödel mit Püree und Sauerkraut. Spaghetti-Eis. Das in Wiesbaden-Biebrich. Auf der anderen Seite ist schon Mainz. Und zur Mainmündung ist jetzt auch wieder weit. Ja, das ist ja nun die D
die Mainmündung. Ja, und jetzt geht es nun den Main flussaufwärts, 170 Kilometer bis Wertheim, wo dann die Tauber in den Main mündet. So, ich musste jetzt erstmal abpacken hier, weil ich muss ja rüber auf die andere Seite. Ich habe in Kelsterheim, heißt glaube ich der Ort auf der anderen Seite, da habe ich eine Pension. Ja. Kelsterbach heißt der Ort. Ein schöner Betrieb hier. So. Ja, in Frankfurt. Da ist ja, gibt es leider keinen Campingplatz. Die nächsten Campingplätze, die sind dann erst weit hinter Frankfurt. Ja, ich hätte hier bei Wiesbaden den nehmen können, das wäre ein bisschen kurz gewesen. Ist ja auch jetzt erst kurz vor sechs. Naja, deswegen habe ich halt die Pension genommen. Außerdem haben die für heute Abend auch starke Gewitter noch angesagt. Mal schauen, was da heute noch kommt. So, hier sehe ich doch schon meine Pension Kelstergrund.